Moin, moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Inside hier auf meinem Kanal für die Switch. Hier sammle ich schon meine Armee. Jetzt gehen wir nochmal eine Etage tiefer. Denn da unten sind ja auch noch welche, die wir einsammeln müssen. Wir bräuchten 20 Leute an der Zahl mit mir zusammen, um dieses Tor zu öffnen, was ihr in der letzten Folge konntet sehen. Ja, ich hoffe, das schaffen wir diesmal. Ich bin gespannt. Es geht auf jeden Fall erstmal weiter runter. So. Genau. Hier ist nämlich so ein. Da sind zwar ein paar Leute, aber ich komme da nicht so richtig ran. Ich will gleich mal gucken. Weil ich verstehe noch nicht genau, was wir machen müssen. Und wir schieben ja immer. So. Da können wir ranschieben. Das heißt, wir können auch alle darauf. Nee, nee, lass mich runter. Schieben wir den Wagen nochmal mit hier rüber. Denn ich muss die ganzen Leute irgendwie da hochbekommen. Also nicht ich, aber die so. Ihr müsst mich jetzt einmal hier hochwerfen, Leute. So, und ein paar muss ich auch mitbekommen. Aber wie kriege ich die mit? Wenn ich da hinlaufe. Gibt da noch irgendwas? Dunkel? Das kann ich hier runterhüpfen? Komm ich auf den Wagen. Den schieben sie für mich. Komme ich da ran? Aber wie kriege ich das hin, dass ich die Leute da oben runter bekomme? Eine sehr gute Frage. So, okay, so oder so würde ich dir gar nicht mitbekommen, fällt mir rein. Denn sie können ja nicht klettern. Die sind ja dumm und können nicht klettern. Das hier treffe ich sozusagen nochmal ein paar von den losen Zombies, die ich mitnehmen sollte. Aber Problem dabei ist, ich weiß nicht, wie ich da oben rankomme. Eben in der Luft. Und so ein Ding kann mich nach oben schleudern. Okay, so. Nee. Damit geht's gar nicht. Okay. Machen wir so nochmal. Den da oben. Können Sie mich denn erreichen da oben? Hä? So hoch kann ich doch gar nicht hüpfen, wie die das so wollen. Ich verstehe das nicht. Ich muss zugeben, ich verstehe es nicht. Das weiß ich nicht. Wie soll ich da denn rankommen? Ne? Also ich glaube, man kann da irgendwie ranschwingen, aber wo kann ich doch gar nicht hüpfen? Springe ich nicht am rechtzeitigen Punkt ab? Ich weiß es gar nicht. Da ran? Nee. Kommt man doch nicht ran. Da bräuchte man, glaube ich, nochmal diese anderen Leute. Der Stange hochklettern? Das kann ich auch nicht. Nicht ran. Wie soll das denn gehen? Ich weiß es nicht. Nee, so hoch komme ich ja gar nicht. Kann ich gar nicht springen. Ich habe da noch nichts anderes, was ich nutzen kann. Muss noch eine andere Lösung geben, irgendwie. Bloß welche ist die Frage? Welche Lösung kann es da geben? Wir laufen nochmal in diese Richtung und gucken nochmal. Weil ich wirklich nicht weiß, was es noch geben kann da. Weiß nicht. Wow. Roll da. Also müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Also die kann mir nicht helfen. Wenn ich die runter, wenn ich die jetzt hole, ich krieg sie ja nicht mit hoch. Das ist das Problem. Und wenn ich sie nicht mit hoch bekomme, also die Leute,
dann ist es ja auch nicht so sinnvoll, wenn man da jetzt Moment, und jetzt? irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht. Also, würde ich sagen, müssen wir noch versuchen, da irgendwie ranzuspringen. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich finde, das ist ein bisschen zu hoch für mich gerade. Ich finde es wirklich schön. Aber warte mal. Vielleicht muss ich wirklich am höchsten Punkt, muss ich ja wahrscheinlich abspringen. Ja, davon gehe ich mal aus. Aber wie? Also wie ist der? Was ist der höchste Punkt? Das ist ja der höchste Punkt, den ich schon mache. Bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, einen höheren Punkt gibt es eigentlich gar nicht. Deswegen. Suchen wir nochmal. Warte mal. Gehen wir nochmal ran. Jetzt. Ne, es. Ich muss den Schwung mitnehmen, glaube ich, ne? Alles andere weiß ich gerade echt nicht. Ich bin gerade echt überfragt. Das ist zu spät. Noch einmal. Doch gar nicht. So, nochmal. Mal hier nochmal ziehen. Und? Also an der Kante und. Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist für mich wirklich zu hoch. Der Kiste kann ich aber auch nichts anfangen, ne? Wenn ich die da raufstelle, dann. Das denn hochziehen bringt ja auch nichts. Habe ich ja schon gerade eben probiert. Eben hier. Was ist denn das? So, jetzt ist der Rührsinn. Gar nicht. Das ist doch ein bisschen bescheuert. Aber irgendwie funktionieren. Wirklich nicht. Warte mal, ich ziehe nochmal dran. Versuche nochmal die Kiste ranzuschieben. So, und dann schnell raufklettern. Nee, geht auch nicht. Also. Warte mal. Ah, warte mal. Kann man das nicht ziehen und dann liegt die Kiste mal da runter. Hast du. Und jetzt müsste der doch eigentlich von hier vielleicht ein bisschen mehr Chancen hochzukommen. Erstens einmal. Okay. Das von hier aus, oder wahrscheinlich geht er gar nicht höher, ne? Schau an! So geht's, Leute, so geht's. Wunderbar. Tolle Rede, Mann. Komm mit. So geht's, so geht's, so geht's. Gut, die haben wir. Dann nehmen wir die mit. Rum ins Wasser. So, jetzt haben drei. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn jetzt? Müssen wir mal zählen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele haben. Aber ich meine, sie kommen die hier runter? Ja, okay. Hey, hier kommen die runter. Na, okay. Einige Stellen laufen sie aber nicht runter, was merkwürdig ist. So, ihr kommt auch mit hier runter. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Aber. Die erinnert mich so ein bisschen an Human Flat. Habt ihr das mal gespielt? Ne, Human Fall Flat. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber. Habe ich auch mal Let's Played. So. Ist hier weiterzugehen zur Plattform? War das hier die Plattform oder war die noch eine höher? Die war eine höher, ne? Warte mal, die können mich mal hier nochmal. Was hier? Nee. Hier war es nicht. Okay, hier war es nicht. Entschuldigung. Lass mich mal bitte durch. Danke, danke. Ich bin Arzt. So. Nee, hier haben wir die geholt. Also müssen wir den Fahrstuhl nach unten nehmen. Eine Etage tiefer zumindest. Okay, Quatsch, eine Etage höher. Okay. Und hier gleich hier raus. Crazy, crazy, oder? Mit diesem Gedankenhelm kann ich alles. Ich kann einfach alles. Die Musik wird auch lauter, hört ihr das? Das Dumpf wird auch lauter. Ich weiß nicht, ob wir genug haben. Wir testen es jetzt mal.
20 sollen wir sein, ob es 20 sind, weiß ich jetzt gar nicht. Erstens mal. Fehlt einer. Fehlt einer. Fehlt einer? Wo kann da noch einer sein? Komm hier rauf. Lauch, sind noch alle drauf? Verdammt. Müssen wir mal gucken. Hier muss da noch einer sein. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Man konnte. Warte mal, wir müssen noch eine höher. Man konnte irgendwo noch rüberspringen. Gucken wir auch noch mal kurz. Irgendwo konnte man noch rüberspringen. Beziehungsweise, ich konnte nicht rüberspringen, aber ich könnte rübergeworfen werden. Hier. Kommt mal mit. Ich glaube, ich könnt ihr mich rüberwerfen. Testen wir mal. Ihr bleibt mal da und springt bitte nicht runter und stirbt. Da ist noch einer, guck mal. Okay, den wir mitnehmen. Der tot. Okay. Wow. Pack mich auf. Die fangen auch noch alle auf. Wie cool sind sie denn? Das sind schon Freunde, ne? Wollen wir hier rauf, Leute? Eine Etage tiefer. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Müssen wir die Leiche natürlich mitnehmen. Und zwar, ja, Leiche. Butter. Wird er hier runtergefallen sein irgendwo? Vielleicht liegt er ja auch schon auf der Fläche drauf. Hinten liegt er, okay. Moment mal. Da knallt doch irgendwas gegen die Tür die ganze Zeit, ne? Was immer das ist, wir werden es rausfinden. So. Da geht sie auf die Tür. Und durch. Wir bleiben alle da stehen. Okay, das wird ja wie ein Kriegsgebiet hier. Ach guck mal, jetzt geht der Helm auch nicht mehr, okay. Den brauchen wir anscheinend nicht mehr. Achso, muss es schieben. Okay, was immer das hier ist. Okay, hier können wir ein bisschen. Oh. Oh, verdammt, Dax. Da muss man schneller sein. Okay. Da müssen wir schneller sein, um das Ding hochzubekommen. um das Ding hochzubekommen. Ja, ja. Da ist ja irgendwas. Irgend so eine Schockwelle, die da durchgeht. So. Los, lauf! Oh! Verdammt, der war. Oh, seht ihr, wie ich zerfetzt? Ich zerfetze komplett. Okay, okay. Da müssen wir schon warten kurz. War zu langsam. Trotzdem nochmal hier. Ich gleich jetzt zerfetzt werden. Los geht's. Okay, das funktioniert ja nicht. Wieso kann ich denn. Das habe ich gar nicht verstanden. Was mache ich denn da? Ah, okay, jetzt weiß ich verstanden. Okay, jetzt habe ich verstanden, warte. Mein Gott. Was? Aha. Schützt er mich hier so ein bisschen?
Schaffe ich nicht. Nee, da muss ich irgendwie was anders machen. Ah, warte, ich habe ein D. Shit. Aber ich sage, ich muss es anders timen. Das muss getimed sein, das Ding. Dann funktioniert es aber, glaube ich. Das muss man, glaube ich, ein bisschen anders timen. Also, lass mal laufen. Natürlich auch, was der gleich wieder mitläuft. Warte mal. Super. Das war doch gut gemacht. Das ist ja auch fies hier. Oh nein! Oh, shit! Aber das Timing war gut. Das Timing war ganz gut. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht so wieder weit zurück. Ich hoffe, ich kann mit diesem Würfel wieder anfangen. Das wäre am einfachsten. Okay. Warte mal. Was? Achso, ja, okay. Schau einen an, haben wir geschafft. Bin endlich wieder drinne. Oh, hier ist noch ein Knopf. Den drücken wir auch nochmal. Achso, oh, jetzt kommt der ganze Scheiß. Warte. Mal mitziehen. Eieiei. Die Dummies haben nicht gut lachen hier. Was geht hier weiter? Ah! Ach so, okay, okay. Da ist keine Führungsschiene mehr, das ist klar. Wir müssen natürlich schon aufpassen. Okay, okay. Das ist echt nicht leicht. Also man muss da wirklich gut drauf achten. Das hat Bums gemacht. Das ist natürlich clever. Okay, warte. Warte jetzt. Boah, war genau an der Kante, oder? Okay. Was sollen wir da machen? Wollen wir mal kurz gucken, wie die Bewegungen sind. Oh nein! Das war klar, ich muss natürlich warten, bevor man runterrutscht. Das ist ja echt mal knifflig, da muss man guten. Das war zu früh. Ah, sehr gut. Noch immer lauter. Jetzt kommt hier noch immer dieses Wumms kommt, aber ich glaube nicht. Nö. Nee. Wird die Musik nur lauter. Mehr nicht. Drück. Und Button. Ups.
Fahrstuhl hört sich nicht so gesund an. Der hört sich bei Weitem nicht so gesund an. Düster ist es. Und gruselig. Okay, das ist nur so ein schmales Ding, muss man schon aufpassen. Davor stehen. Hier irgendwo raus? Shit. Das war's. Gut. Schon. Okay, müssen wir nochmal machen. Also müssen wir wahrscheinlich schon beim ersten Wumms das Ding schon aufmachen, fast, damit wir überhaupt rauskommen. Mein Gott, wie oft man hier stirbt. Ja, jetzt bei Dark Souls. Ja. Perfekt. So. Nimmt aber. Der hat das aber auch nicht leicht, der Junge, oder? Muss er jede Scheiße hier mitnehmen. Das kennen wir schon. Bums. Okay. Oh, das wird so ein Lara Croft-Ding. Oh, jetzt wird es sauberer und klinischer hier, ein bisschen wie ein Fabrikgelände. Whee. Okay. Gehen wir anscheinend nicht hoch und tauchen. Okay, warte mal. Was mit denen? Gucken, wo wir da oben am Knopf drücken können. Okay. Okay, wofür es gut ist, weiß man jetzt noch nicht. Für irgendwas wird es ja gut sein. Okay, ich weiß auch schon für was. Und zwar drücke. Wir brauchen diesen Button. Ne, ist ja dumm. Lass mal den erstmal. Wir müssen wahrscheinlich rechts rüberspringen. Und dieses Ding müssen wir auf dem anderen Ding drauf bekommen. Ist aber nicht so einfach. Auch nicht besonders schwer. Lassen wir den mal so. Hier kommen wir ja eh nicht vor. Oh, hier ist dieses eklige Mädel wieder. Guck mal. Die ist ein bisschen eklig. Die mag ich wirklich nicht. Dann, die ist gruselig. So. So. So, das Mädchen werden wir wahrscheinlich nochmal treffen da, oder dieses haarige Ding. Mal rüber, elegant. Okay, können wir nicht, cool, weil wir springen genau in sie rein wahrscheinlich. Oh nein. Sind noch nicht hinter uns her? Warum nicht? Hasst sie uns? Okay, sie ist ja wirklich gruselig. Kommt sie schon wieder? Oh. Wir sehen, wie schnell sie ist. Widerliches Ding. So, gruselig, ne? Gab mal einen Film, der hieß The Grudge. Irgend so ein Mädel, die auch so komische Haare hatte und hat auch ekel. Naja.
Okay, jetzt müssen wir einen weiten Sprung machen wahrscheinlich. Machen wir da mal. Boah. Mein Gott, was sieht dich dran? Ihr Ding. Oh, wie dicht der rankommt immer. Und wie schnell sie ist. Sie ist so schnell wie der Mann aus Atlantis. Seht ihr den Mann aus Atlantis? Oh, ganz komisch geschwommen. Soll das? Okay. Ist das nicht so viel, würde ich sagen. Oder? Okay, gehen wir mal weiter in diese Richtung. Okay. Was genau? Warum kann sie mich killen? Ich hasse sie. Geht auch mal schnell zum Schluss. Seht ihr das? Was kann ich hiermit machen? Lenkt das Ding hier sie ab irgendwie? Bitte? Nee, dann lenkt sie kein Stück ab. Oh, verdammte Axt. Okay, okay. Muss irgendwie anders machen. Da muss irgendwas. Muss vielleicht irgendwas ranhängen da? Irgendwas ködermäßig? Frage, warum sie mich unbedingt fressen will. Ich habe ja gar nichts getan. Wird klettern kann ich aber auch nicht. Muss ich ganz runter? Habe ich sie dahin gelockt? Dann habe ich eine. Habe ich. Kann ich schneller. Okay, natürlich clever. Testen wir mal, ob das wirklich so ist. Eieiei, genau so war es. Super, und nach oben. Schnell, schnell, bevor du stirbst. Perfekt. Ich würde sagen, das ist auch ein guter Abschluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und mal sehen, ob wir die Frau nochmal treffen. Bis dahin, tschüss.